Von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen. Ich sehe, Sie haben relativ kritischen Blick auf die Sache. Das finde ich gut, weil das sich meistens motivierend und animierend auch auf unsere Podiumsteilnehmer auswirkt. Insofern nehme ich das mal als gutes Omen für diese Veranstaltung, zu der ich Sie auch ganz herzlich begrüßen darf. Ja, meine Damen und Herren, die etwas Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, dass wir bereits im letzten Jahr uns mit dem Thema Kommunikation und Vertrieb nachhaltiger Reiseangebote hier auseinandergesetzt haben. Stellt sich die Frage, warum greifen wir das Thema nochmal von neuem auf? 12 Monate, ein Jahr sind vergangen und das denke ich nicht ganz spurlos. Es hat sich einiges getan in den letzten 12 Monaten, was die Green Travel Transformation angeht, die nicht nur ein Ziel ist, sondern gleichzeitig auch der Name eines Forschungsprojektes, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wo wir heute mal genauer hinschauen werden, was ist da rausgekommen und was heißt das jetzt für die Branche im Kontext Vertrieb und Kommunikation von Nachhaltigkeit. Und ich darf jetzt als erstes ganz herzlich den Leiter dieses Projektes begrüßen, Professor Dr. Edgar Krallkamp von der Leuphana Universität Lüneburg. Herr Krallkamp, herzlich willkommen. Sie werden erstmal einleiten und uns erzählen, was steckt hinter dem Projekt, was ist da rausgekommen, und dann werden wir das vertiefend mit Ihnen und noch weiteren Podiumsteilnehmern diskutieren. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Matthias. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich möchte versuchen, ganz kurz einen Überblick zu geben über das Projekt. Wir wollen ja genügend Zeit auch noch für eine Diskussion haben. Sie werden immer die Chance haben, alles Vertiefende noch im Internet zu finden und so weiter. Das heißt, unser Thema des Projektes war im Prinzip ja, dass wir gesagt haben, wir möchten den Anteil nachhaltiger Reisen erhöhen. Das heißt, von der Gesamtzahl aller Reisen im Markt einen höheren prozentualen Anteil. Das heißt auch, dass natürlich die Kompetenzen über das Thema in das Reisebüro müssen. Das heißt, das Reisebüro auch als Kompetenzthema für diesen Bereich praktisch dasteht und der Kunde sich umfassend informieren kann. Sie kennen alle solche Zahlen, wenn man die Menschen fragt, möchten sie nachhaltiger reisen, dann sagen die, ja, natürlich will ich nachhaltig verreisen. Man nennt das in der Marktforschung soziale Erwünschbarkeit. Das heißt, es sind Wünsche, aber keine Realitäten. Wir haben dem einmal die Realitäten gegenübergestellt. Sie merken, nach vorne hin wird es dann kleiner. Aber es gibt durchaus eine Gruppe von ca. 7%, die es unbedingt will, und andere, und das ist, glaube ich, eine Gruppe, die auch stärker wächst, die den Aspekt zumindest mit berücksichtigt. Natürlich neben der Attraktivität, neben dem Preis, alles, was dazu kommt. Wir haben das alles umfassend erforscht, 2000 Personen in Deutschland repräsentativ befragt. Über den Link können Sie die gesamte Studie abrufen, wenn Sie an den Ergebnissen interessiert sind. Es sind mir zwei Aspekte immer besonders wichtig bei dem Thema, weil wir merken, wenn wir die Bevölkerung befragen, und das betrifft auch teilweise die Mitarbeiter im Reisebüro, dass es Vorbehalte gibt. Es gibt nämlich eine Vorstellung, nachhaltige Reisen würde bedeuten, dass man auf was verzichten muss. Mir ist zwar bis heute nicht eingefallen, worauf man verzichten muss, aber es ist in den Köpfen. Der zweite Punkt ist es vielfach in den Köpfen, nachhaltige Reisen sind teurer. Wobei auch das haben wir überprüft, in dem Hotelbereich müssen nachhaltige Reisen nicht teurer sein und sie sind es auch im Regelfall nicht. Wäre auch schwer verständlich, warum ein Hotel, das Energiekosten spart, Wasserkosten spart und so weiter, dadurch teurer sein muss. Gut, kann man über Investitionen nachdenken, die Amortisationsdauer ist aber kurz. Das heißt, wir haben auch Aufklärungsbedarf. Jetzt sag mal, das können wir doch über Siegel regeln. Die Hälfte aller Reisenden der Gesamtbevölkerung sagen, brauchen wir nicht. Und was wir sehen, 17% sagen, okay, ich interessiere mich für die Siegel. Aber es kommt noch mal eine große Gruppe, 33%, hinzu, die sagt, mir reicht es, wenn ich weiß, es ist zertifiziert und das ist glaubwürdig. Der Unterschied zwischen Siegeln interessiert mich nicht, aber ich möchte ein glaubwürdiges Siegel haben. Ich will nur wissen, es ist zertifiziert. Das war der Ansatz für uns. Also zu sagen, wir müssen natürlich das Labeling ändern. Wir müssen im Prinzip sehen, dass die Kennzeichnung nachhaltiger Hotels im Reisebüro auch in gängigen Systemen vorhanden ist.
Zweiter Punkt. Erst wenn es in den Systemen vorhanden ist, können wir Mitarbeiter schulen und darauf hinweisen, was es bedeutet. Zum Dritten muss es natürlich breit kommuniziert werden über Kataloge und so weiter. Deswegen ganz kurz Beispiele. Wir sind im Moment noch im Test, aber immerhin in fast 5000 Reisebüros. Ein Bistro, dem gängigen oder sagen wir, dem Marktführer bei den Buchungssystemen. Gibt es eine weitere Spalte? Sie sehen es relativ klein. Das heißt, wenn das Hotel nachhaltig zertifiziert ist, bekommt es ein grünes Blatt. Was erstmal nur bedeutet, das Hotel hat ein Nachhaltigkeitszertifikat. Um es erstmal erkennbar zu machen, das ist der wichtige Schritt. Darüber hinaus, und darauf basiert unser ganzes Projekt, gibt es den Green Travel Index, in dem die Informationen gesammelt werden, der die Schnittstelle bietet für alle Systeme und der in Zukunft auch Informationen enthält, die über die reine Kennzeichnung und welches Siegel da ist, hinausgeht. Ein weiterer Punkt, Schulung. Es gibt ja den Green Counter des Deutschen Reiseverbandes. Den haben wir in Kooperation komplett überarbeitet. Die ersten Charts sehen Sie hier. Es gibt Schulungsbausteine für die einzelnen Aspekte. Und das ist ein E-Learning-System, was wir allen zur Verfügung stellen, was wir den Reisebüros zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben wir entwickelt, ja, eine Präsenzschulung, 2 Tageskurse und auch da, wer beide Kurse absolviert hat, bekommt ein Zertifikat des DRVs, sozusagen Berater für nachhaltiges Reisen, um entsprechend sich auch damit auszuzeichnen. Und was uns auch besonders freut, unsere Kennzeichnungen und Beschreibungen sind inzwischen im Katalog von Thomas Cook. Sie sehen auf der rechten Seite eine umfassende Beschreibung, was bedeutet nachhaltiges Reisen, und unser zertifiziert nachhaltig mit grünem Blatt wird dort erläutert und erscheint dann in den einzelnen Katalogseiten. Die nächsten werden folgen, wir kommen nachher noch drauf. Ich sagte schon, wir sind im Test, aber wir haben gerade erst begonnen und wir merken an sich relativ klar, ich würde sagen, das sind so die ersten Zahlen, die werden sich alle ändern, aber es entspricht so ein bisschen auch der Erwartung. Natürlich geht man nicht in jedem Beratungsgespräch darauf ein, weil nicht jeder Kunde das Thema aktiv bearbeiten will. Aber wir sehen schon alleine zwischen 10% und 50% der Beratungsgespräche sind 11% der Reisebüromitarbeiter, die es machen. Manche machen es seltener. Und ich denke, das ist an sich ja auch die Realität, dass man nicht mit jedem Kunden darüber spricht, sondern immer dann, wenn man merkt, das ist ein relevantes Thema für den Kunden, dann in der Lage ist, darauf einzugehen. Das heißt, im Endeffekt, um auch zum Schluss zu kommen, geht es darum, das in die Büros zu vermitteln, deutlich zu machen, dass man einen Zusatzvorteil hat, es kenntlich zu machen, und entsprechend auch wirklich zu ermöglichen, nachhaltige Reiseangebote zu finden und gleichzeitig zu wissen, die sind überprüft und das ist verlässlich und glaubwürdig. Das ist kein Greenwashing, sondern die müssen schon den GSDC-Kriterien entsprechen, wer sich in dem Themenbereich auskennt. Was wir gemerkt haben, wir müssen die Informationen noch ein bisschen erhöhen. Das heißt, wir liefern die Argumente, wir liefern Schulungen. Das sind auch Aspekte, die aus unseren ersten Gesprächen mit den Reisebüro-Mitarbeitern rauskamen. Also wir haben an sich durchaus eine positive Wahrnehmung im Reisebüro. Man hat ein Stück weit drauf gewartet, natürlich nicht alle Reisebüros. Aber ich würde sagen, zumindest meine persönlichen Erwartungen wurden in dem Feld durchaus übertroffen. Und im Endeffekt geht es dann wieder weiter. Kommen nochmal dazu, die nächsten Schritte. Mehr Informationen sammeln, nicht nur Hotels, immer darüber hinaus, aber das können wir gleich alles diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kreikamp, für diese spannende Einleitung. Ich denke, wir haben genug Stoff zu diskutieren und ich darf jetzt alle übrigen Podiumsteilnehmer zu mir auf die Bühne bitten, dass wir dann mit der Diskussion starten.
Einfach da hinten ist Treppe. Ja. Und so sitzen. Muss ich hier kommen. Eine Sortierung, oder? Machen wir streng dem Alter nach. Gut. Mal sehen, ob wir das hinten durchhalten. Nee. Keine vorgeschriebene. Nee, es geht ein bisschen rauf und runter. Ja, erstmal Ihnen ein herzliches Willkommen. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich hier mit uns über dieses, denke ich, spannende Thema zu unterhalten. Ich darf zunächst mal die Runde komplett vorstellen. Herrn Kreikamp haben wir ja schon kennengelernt. Neben Herrn Kreikamp ganz herzlich willkommen Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes und Schirmherr von Futuris. Ebenso herzlich willkommen möchte ich heißen Herrn Alexander Breitkreuz, Geschäftsführer der Reisebürobeteiligung und Vice-Präsident IT bei den der Reisebüros. Neben Herrn Breitkreuz ebenso herzlich willkommen Friederike Grupp, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Reiseveranstalters Thomas Cook in Deutschland und auch Vorstandsmitglied bei Futuris. Und ganz rechts außen Professor Dr. Harald Zeiss, Hochschulprofessor für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz und gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender von Futuris. 5 spannende Podiumsteilnehmer, wenig Zeit, insofern darf ich Sie bitten, prägnant zu antworten, damit alle auch gebührend zu Wort kommen. Beginnen möchte ich mit Herrn Fiebig. Lassen Sie uns erstmal so ein bisschen breiter das Thema beleuchten. Wir haben eben von Herrn Professor Kreikamp gehört, 54% der Deutschen sagen, sie würden gerne ihre Urlaubsreise nachhaltig gestalten. Der Wille des Verbrauchers scheint da zu sein. Wie sieht es denn mit dem Willen der Tourismusindustrie aus? Was würden Sie sagen, wenn Sie so aktuell auf die Branche schauen? Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht das Thema Nachhaltigkeit für die Tourismusbranche derzeit? Also mein Gefühl ist, dass die Tourismusbranche ein stärkerer Treiber ist als der Kunde heute selbst. Und die Tourismusbranche ist ein Stück weg auch getrieben durch NGOs dieser Welt, die entsprechend auf Mängel aufmerksam machen. Das heißt, die Kette ist andersrum, als wir es vielleicht ursprünglich mal erwartet haben. Der Kunde kommt heute weniger ins Reisebüro und sagt, ich möchte unbedingt eine nachhaltige Reise haben. Aber die Reiseveranstalter fühlen sich aus eigenem Antrieb oder auch aus dem Druck heraus, der gesellschaftlich entsteht, schon bemüßigt, auch entsprechende Angebote zu machen. Und das deckt sich ja sehr stark auch mit dem, was die Reiseveranstalter in ihrer Verantwortung hier auch zukünftig sicherstellen müssen. Der Wert und die Attraktivität eines Zielgebietes ist ja das, was wir verkaufen. Und wenn durch entsprechend negative Einflüsse das gefährdet wird, das hat mit Naturschutz zu tun, das hat auch sehr stark mit sozialer Verantwortung zu tun, dann ist die Attraktivität unseres Produktes nicht mehr da. Das heißt, das spielt alles ineinander. Treiber ist die Tourismusindustrie aus meiner Sicht, die selbst ein bisschen angeschoben wird. Und was unsere Aufgabe ist, den Kunden dann auch in den Prozess zu bringen, darüber nachzudenken. Ich glaube, das fällt uns in Zukunft leichter, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das haben wir auch an den Zahlen gesehen. Und mit den Instrumenten, die wir jetzt da schaffen, fällt das sicherlich noch mal ein Stückchen leichter. Also hohes Commitment der Industrie insgesamt, sich den nachhaltigen Themen hier anzunehmen. Und das ist nicht nur der Naturschutz, der ist ganz wichtig. Das ist auch insbesondere die soziale Verantwortung, die ja viele unterschiedliche Ausprägungen hat. Also die Tourismusbranche als Treiber für das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt mal so auf das draufblicken, was uns ja Herr Kreikamp gerade an Ergebnissen dieses Green Travel Transformation Projektes präsentiert hat. Wie sehen Sie denn die Rolle der Tourismusbranche als Treiber? Sind Sie der Meinung, dass das sozusagen der Antrieb ist, der uns einen Schub verleiht, um die Branche insgesamt nachhaltiger zu machen? Das ist wieder an mich. Wir müssen der Treiber sein. Die Branche muss der Treiber sein. Gucken Sie sich ein Beispiel an, die Kreuzfahrtindustrie. Die ist ein Stückchen über, ich nenne jetzt mal ein NGO, NABU getrieben, die darauf aufmerksam machen, dass da aus dem Kamin Dinge rauskommen, die vielleicht reduziert werden sollten in der Wirkung. Und die Kreuzfahrtindustrie hat sich dem Thema angenommen. Und wenn Sie sich die Neubauten angucken, dann sind die heute sehr viel umweltverträglicher, als es die Schiffe waren, die vor 10 oder 20 Jahren aus den Werften kamen.
der Kunde, wenn wir ganz ehrlich sind, entscheidet nicht danach, wie sauber denn heute das Schiff ist. Also das ist der heutige Stand, sondern die Industrie bietet saubere Schiffe an und bewirbt sie dann vielleicht nochmal. Aber der Ausgangspunkt ist nicht der Kunde. Ob das sich in Zukunft ändert, weiß ich nicht. Das ist auch nicht wirklich entscheidend. Es muss nur ein Treiber irgendwo da sein. Und der Treiber ist im Moment eher die Industrie als der Kunde. Ja, dann kommen wir nochmal auf die Industrie zu sprechen. Wir haben jetzt zwei Vertreter aus der Praxis. Die Green Travel Transformation hat ja sozusagen sich zum Ziel gesetzt, die Auffindbarkeit von nachhaltigen Reiseangeboten zu erleichtern, sowohl für den Reisebüro-Expedienten als auch für den Konsumenten. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Grupp. Thomas Cook, haben wir gerade schon gehört, hat jetzt dieses einheitliche Kennzeichen für nachhaltig zertifizierte Hotels in die Kataloge aufgenommen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Finden wir die jetzt in allen Katalogen? Ist das leicht ersichtlich für den Kunden? Und haben Sie schon vielleicht sogar erste Erfahrungen, irgendein Feedback von den Kunden, was die dazu sagen? Ja, also wir haben das Logo, wie vorhin dargestellt, ganz schön auf der Folie, zum einen in den Einleitungsseiten unserer Kataloge aufgenommen, da in allen Sommer 2018 Katalogen von den Thomas Cook Veranstaltermarken, Thomas Cook, Neckermann Reisen und Öger Tours, insofern flächendeckend. Und dann ist das Logo eben auch auf den einzelnen Hotelseiten der zertifizierten Häuser. Der Kunde kann es also leicht erkennen. Wir sind da auch explizit dem Kundenwunsch nachgegangen, weil wir haben 2017 mit unserem Thomas Cook Holiday Report eine repräsentative Kundenumfrage gestartet und haben eben gefragt, wie wichtig ist den Kunden Nachhaltigkeit im Urlaub? Und da haben 49% geantwortet, wichtig, und 16,5% sogar sehr wichtig. Also 2 von 3 Kunden finden das Thema wichtig. Und dann haben wir noch weiter gefragt, wann sie denn ihre Reise nachhaltig gestalten würden. Und da haben dann eben 24% der Befragten ein einheitliches Gütesiegel gefordert für zertifizierte Reise- oder nachhaltige Reiseangebote. Insofern war das für uns ein logischer Schritt zu sagen, wir integrieren das in unsere Kataloge, damit der Kunde auch eine Orientierung hat. Und die Zeit ist jetzt natürlich sehr kurz, um schon ein Fazit zu ziehen, wie das ankommt. Und wir brauchen sicher noch mehr Zeit, bis das allen auffällt und es überall angekommen ist, auch in der breiten Masse. Aber bisher war das Feedback sehr positiv, was wir bekommen haben. Okay. Ähnlich wie auch auf der Folie vorhin dargestellt, die positiven Stimmen. Okay. Vielleicht muss man noch mal ganz deutlich sagen, dass wir zwischen Kennzeichnung und Gütesiegel noch mal genau trennen. Also dass nicht das Missverständnis entsteht, hier ist ein neues Gütesiegel erschaffen worden, weil das wird uns nicht weiterbringen, sondern es ist eine Kennzeichnung von bereits nachhaltigkeitszertifizierten Hotels. Und das ist genau das, was jetzt in den Katalogen von Thomas Cook zu finden ist. Auch die Reisebüros haben sich in dieser Hinsicht schon engagiert im Punkto dieses einheitliche Kennzeichen jetzt in die Buchungsmaschinen reinzubringen, sodass sie also sozusagen für den Reisebüro-Expedienten ersichtlich sind. Kann man also sagen, dass jetzt das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch in den Reisebüros angekommen ist? Und haben Sie schon so erste Erfahrungen von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die Anwendung im Kundengespräch angeht? Weil das ist ja letztendlich das Entscheidende. Sie können es zwar jetzt leichter sehen, aber am Ende muss es natürlich auch an den Kunden herangetragen werden. Gibt es da schon erste Erfahrungen, erstes Feedback seitens Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also wir haben es ja im Gesamtvertrieb bei der Touristik freigeschaltet. Das heißt, ein großer Teil unserer Büros haben über Bistro die Möglichkeit, die Zertifizierung zu erkennen und das Kennzeichen zu erkennen. Also gut 2000 Büros sind das. Wir haben von unseren Mitarbeitern sehr positives Feedback bekommen, die gesagt hatten, ich habe ein weiteres Argument in der Beratung, wenn der Kunde da Interesse daran zeigt. Es ist aber auch wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit, wie der Herr Fiebig auch schon treffend sagte, im Moment halt von uns als Industrie getrieben wird, was ich auch extrem wichtig finde, für den Kunden aber nur ein Teilentscheidungspunkt ist. Ja, das ist nicht sein Hauptentscheidungspunkt zu sagen, ich möchte in den Urlaub, aber das Hotel muss auch unbedingt zertifiziert nachhaltig sein, sondern er vergleicht, wenn er 2 Hotels nebeneinander hat, ist es eben ein Prä für das eine Hotel, wenn es zertifiziert ist, aber es ist eben nur eins von vielen Bestandteilen der Entscheidungskette, was auch ganz natürlich ist. Das heißt, das Ziel muss unseres Erachtens sein, dass man immer mehr Hoteliers dazu bringt, auch nachhaltiger zu agieren und sich zertifizieren zu lassen. Und ich glaube, da haben wir als Branche auch eine gemeinsame Verantwortung und die wir jetzt auch gemeinsam halt angehen. Okay. Die Entwicklung, wir haben uns dann die Entwicklung angeguckt der Hotels und haben überlegt, okay, wie sieht es denn aus? Sind diese Hotels jetzt besser oder vielleicht auch schlechter gebucht worden aufgrund dessen, dass sie jetzt markiert worden sind?
Natürlich muss man dazu sagen, dass die Zeit jetzt recht kurz ist. Das heißt, genaue, intensive Auswertungen sind noch nicht so ganz so aussagekräftig. Wir sehen zum Moment, dass die Entwicklung der zertifizierten Hotels eigentlich identisch ist mit dem nicht zertifizierten Hotels. Das heißt, daran kann man ablesen, dass wir da noch eine Menge in Richtung Kommunikation, auch in Richtung Kunde gemeinsam als Branche auch wieder machen müssen, dass es auch da mehr in die Köpfe reingeht. Mhm. Wichtig ist, finde ich, die Mitarbeiter haben es aufgenommen zu sagen, ich habe ein Argument mehr, insbesondere wenn ein Kunde gerade so ein Hotel sich ausgesucht hat, zu sagen, Mensch, gute Wahl ist zertifiziert. Ja? Und wir müssen aber noch in der Kommunikation halt gemeinsam arbeiten. Mhm. Ich denke, man kann schon sagen, dass, wenn man die Kennzeichnung sowohl jetzt im Katalog als auch in den Buchungssystemen nimmt, dass das so zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Jetzt haben wir gehört, dass jeweils die eine Seite der Medaille bei den Derreisebüros und bei Thomas Cook schon Anwendung findet. Stellt sich natürlich die naheliegende Frage, was ist mit dem anderen Teil? Ich fange mal wieder mit Frau Grob an. Sie haben uns gesagt, in den Katalogen ist es drin. Wie schaut es denn in den Buchungssystemen aus? Ist zu erwarten, dass auch das bald sozusagen in die Tat umgesetzt wird? Ja, also das ist natürlich unser Ziel, das auch in die Buchungssysteme für die Reisebüros reinzukriegen. Wir haben auch bei dem Feedback, was wir bisher gesammelt haben von den Expedienten, die ja die Kataloge auch nutzen, wo sie das Logo schon wahrnehmen, die Rückmeldung bekommen, wir möchten es auch gerne in den Buchungssystemen sehen. Insofern ist das natürlich unser Ziel und wir befinden uns jetzt in Gesprächen, wie wir das dann möglichst zeitnah umsetzen können. Ja, die umgekehrte Frage an Sie. Wann dürfen wir bei Ihnen denn erwarten, dass das auch in den Katalogen verstärkt Anwendung findet? Wir haben uns da natürlich nicht abgestimmt. Der eine macht die eine Sache, der andere macht die andere Sache, um nachher auf beiden Seiten aufholen zu können. Nein, natürlich nicht. Es ist immer eine Frage von Dingen, die umsetzbar sind und Prioritäten, die man natürlich an bestimmten Bereichen hat. Wir sind genau da dran, auch die Darstellung in den Prospekten entsprechend auch für unsere eigenen Objekte hinzubekommen und zu markieren. Und genau sind wir auch dabei, unsere eigenen Hotels auch zu zertifizieren, was wir in diesem Jahr noch planen, was nicht auch mal so ein Prozess logischerweise ist. Ja, das heißt, wir haben vorhin festgestellt, wir teilen uns sozusagen die Aufgaben auf und werfen den Ball jetzt in den gegenseitigen Garten und holen die andere Seite dann entsprechend doch parallel dazu nach. Okay. Ja, die Green Travel Transformation als Projekt sozusagen ist ja demnächst abgeschlossen, aber der Prozess an sich geht und muss natürlich auch weitergehen. Und am Ende, glaube ich, der Erfolg des Projektes hängt jetzt nicht so sehr von den Ergebnissen jetzt ab, sondern mehr, was wird daraus? Insofern ist ja die Frage, was können wir oder was müssen wir denn tun, um das, was jetzt erreicht wurde, auch wirklich in die Breite zu tragen? Frage an Sie, Professor Zeiss, als Futuris. Was können Sie denn tun als Verband, um auch sicherzustellen, dass das, was hier erarbeitet und geleistet wurde, auch wirklich sich in der Breite wiederfindet, um dann auch eine entsprechende Wirkung zu entfalten? Gute Frage. Also Verein, nicht Verband. Wir verstehen uns als Zusammenschluss der Tourismusbranche beim Thema Nachhaltigkeit, um Dinge voranzutreiben, die vielleicht die Einzelnen selbst nicht vorantreiben würden. Und das Projekt hier ist ein gutes Beispiel, wie wir als Katalysator unser Know-how reinbringen und an den entsprechenden Stellen unterstützen können und Verbindungen herstellen. Wir sind sehr stolz, dass wir über die Schirmherrschaft vom DRV den DRV auch sehr stark mit dem Projekt verzahnt haben. Wir haben gesehen, dass der Green Counter komplett neu aufgebaut wurde. Wir haben gesehen, dass es im Hintergrund eine Zertifizierung für Reisebüro-Mitarbeiter geben soll. Und ich bin der Ansicht, dass es da auch in den richtigen Händen liegt beim DRV. Wir werden bei Futuris uns wieder sehr stark neuen Themen widmen, weil wir wollen die ja auf die Straße bekommen. Das heißt, ob das jetzt das Thema nachhaltiges Essen ist oder ob das das Thema Müllvermeidung ist und Ähnliches, so sehen wir unsere Rolle. Wir wollen, dass Dinge angestoßen werden, dass sie ermöglicht werden, dass Systeme auf den Weg gebracht werden. Und ich glaube, wir haben jetzt eben mit Blick auf das Ende des Projekts, das ist uns auch sehr gut gelungen, da sind wir sehr stolz drauf. Gehen wir noch mal ein bisschen konkreter auf das ein, was jetzt sozusagen im Rahmen des Projektes bearbeitet wurde. Wir haben gehört von der einheitlichen Kennzeichnung für nachhaltigkeitszertifizierte Hotels. Wir haben gehört, die sind in den Buchungsmaschinen drin. Sie werden auch in den Katalogen in Zukunft auftauchen. Aber es waren noch zwei andere Aspekte, die Herr Kalkamp erwähnt hat, nämlich der Green Counter. Der ist ja jetzt nicht neu, den haben wir ja schon seit ein paar Jahren. Nichtsdestotrotz wurde er noch mal vielleicht nicht erneuert, aber nochmal verbessert, erweitert. Was würden Sie sagen, Herr Fehbig, wie waren Ihre Erfahrungen bisher mit dem Green Counter? Wird der angenommen und was ist jetzt neu? Was unterscheidet den Green Counter jetzt von dem, was vorher abrufbar war für die Reisebüro-Expedienten? Also er wurde angenommen, aber das Niveau
ist sicherlich noch deutlich steigerbar gewesen. Was sich geändert hat, ist die Perspektive. Ursprünglich sind wir eher in der Schulung der Beratung davon ausgegangen, ich hatte das eben schon mal angesprochen, der Kunde kommt ins Reisebüro und sagt, ich möchte eine nachhaltige Reise. Den gibt es aber nicht so viel. Sondern kommt ein Kunde, der will irgendwo hin, der will nach Mallorca oder will nach Thailand. Und die Schulung, und das drückt sich dann auch in der neuen Konzeption des Green Counters aus, die Schulung richtet sich darauf, dieses Thema der Nachhaltigkeit beim Kunden dann im Beratungsgespräch mit unterzubringen und ihm aufzuzeigen, was dahinter steckt und dass das vielleicht für ihn eine Alternative ist. Und ganz wichtig ist im Übrigen aus meiner Sicht, um das Ding auch ordentlich ans Laufen zu kriegen, also die Vermarktung von nachhaltigen Hotels, ist, dass ich neben dem Aspekt der für Gutmenschen sicherlich von Relevanz ist, dass ich Abfall vermeide, dass ich CO2-Ausstoß vermeide. Das ist irgendwas, was nicht so richtig messbar ist und auch im Urlaubserlebnis nicht zum Ausdruck kommt. Ich fühle mich vielleicht etwas besser, wenn ich mich damit beschäftige. Aber wenn wir eben über den Aspekt der Social Responsibility gesprochen haben, dann haben wir einen Aspekt, den der Kunde durchaus auch bei einem nachhaltig geführten und sagen wir mal sehr verantwortungsvoll geführten Hotel, wo mit den Leuten besonders gut umgegangen wird, weil ich diese soziale Verantwortung hier auch besonders ernst nehme, dann habe ich vielleicht auch die nettere, aufgeschlossenere, fröhlichere Servicekraft in dem Haus, als wenn vielleicht die sozialen Umstände für die Mitarbeiter nicht so positiv sind, vielleicht immer noch dem Landesstandard entsprechen, aber nicht so positiv, wie wenn ich da einen besonderen Schwerpunkt drauf sehe. Was ich sagen will, ist, das ist nur ein Beispiel, wir müssen dem Kunden auch verstärkt vermitteln, neben den Aspekten, ich tue hier was Gutes, dass auch messbar für ihn ein Unterschied in dem Produkt da ist. Wenn uns das gelingt, haben wir ein zusätzliches Argument. Das müssen wir im Übrigen auch mit transportieren. Das muss in den Produktanlagen auch noch mal deutlicher zum Ausdruck kommen. Wir müssen noch mal stärker sagen, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur das Vermeiden von CO2-Ausstoß ist, sondern auch in dem gerade angesprochenen Bereich messbar für den Kunden, dass in dem Produkt eine Unterscheidung da ist. Dann wird das sehr viel stärker noch zu einem Selbstläufer. Aber wie können wir uns diese Messbarkeit vorstellen? Ich meine, wir haben das in der Lebensmittelindustrie, wir haben den Joghurtbecher, wo ich alle in die Grenzen sozusagen mir anschauen kann. Das ist aber nicht sonderlich sexy, sage ich mal. Das liest wahrscheinlich auch niemand. Aber es ist zumindest transparent. Wäre das der Weg, dass man sagt, okay, wenn wir das messbar machen wollen, wenn wir es transparenter machen wollen, müssen wir sozusagen, den CO2-Fußabdruck oder was auch immer sozusagen im Katalog oder online sozusagen auch publizieren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe gerade einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Ich habe gesagt, dieser CO2-Ausstoß, das kann man auch nochmal in Zahlen oder was fassen. Das ist für diesen sensiblen Kunden vielleicht dann von Bedeutung. Er sagt, ja, der CO2-Ausstoß ist hier ein Drittel weniger als in anderen Hotels. Ich glaube nicht, dass das in der Masse von allergrößter Relevanz ist. In der Masse ist von allergrößter Relevanz, was bedeutet das für mich, für mein Urlaubserlebnis, für die Qualität des Hotels, wo sehe ich hier einen Unterschied und gefällt mir das oder nicht und finde ich das gut oder nicht. Ob wir CO2-Ausstoß messen oder nicht, kann man alles machen, gehört vielleicht auch dazu, aber das ist nicht mein Punkt. Da finde ich, sind wir zu akademisch unterwegs. Wir müssen emotionaler an das Thema rangehen. Wir müssen die Gefühle stärker ansprechen von den Kunden und denen aufzeigen, was das für ein Unterschied ist. Mit einer Zahl CO2-Ausstoß von 3,2 oder 4,3 werden Sie keinen Kunden überzeugen können, jetzt unbedingt in diese Richtung zu marschieren. Das gehört vielleicht der akademischen Vollständigkeit halber dazu, aber das ist nicht der Aspekt, den ich ansprechen wollte. Ich wollte ansprechen, die emotionale Seite und den Kundenvorteil stärker herauszustellen. Herr Fiebig hat gesagt, die Leute kommen jetzt nicht ins Reisebüro und wollen nachher die Reisen buchen, das ist sicherlich wahr.
wurde. Auch gleichzeitig gesagt, wir müssen emotionaler an den Kunden herantreten. Und haben Sie sozusagen im Rahmen Ihres Projektes auch sich über Schulungsprogramme Gedanken gemacht? Sprich, zu überlegen, wie kann ich denn sozusagen den Reisebüro-Expedienten dazu in die Lage zu versetzen, auch dieses Thema Nachhaltigkeit emotionaler, zielgruppenorientierter und irgendwo kundengerechter zu transportieren. Erzählen Sie uns noch so ein bisschen, was steckt dahinter? Was erwarten Sie von diesem Schulungsprogramm? Ja, ich glaube, es ist erstmal sehr deutlich geworden, dass verschiedene Facetten ineinander greifen. So. Insofern hat Herr Fiebig vollkommen recht. Eine große Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass sozusagen der eigene Vorteil schwer sichtbar wird. So. Wir haben auch festgestellt, dass die Hotels es an sich kaum kommunizieren. Wenn man in ein Hotel geht, was vieles macht in Nachhaltigkeit, ich erfahre es ja gar nicht, also die müssen es an sich im Haus erstmal kommunizieren. Alles deutlich machen, die müssen sagen, dass sie regionale Speisen haben und so weiter und so fort. Dann hat auch der Expedient im Reisebüro natürlich die Chance, viel besser zu sagen, wo liegt jetzt der eigentliche Vorteil. Das heißt, indem wir argumentieren, das sind Häuser, die achten auf die Natur, die achten darauf, dass ihre Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen haben und so weiter, das bleibt zu abstrakt. Deswegen in dem Projekt Green Travel Index ist die nächste Phase, an dem wir schon arbeiten, oder viel besser gesagt Stefan Busch, der hier auch im Raum ist, arbeitet, der das ganze Projekt fortführt, sozusagen konkrete Informationen einzuholen von Hotels, dass man sagen kann, bei diesem Hotel, die machen auch dieses und jenes, ne? Die kümmern sich genau da vor Ort um eine bestimmte kulturelle Einrichtung oder die unterstützen die regionalen Landwirtschaft oder was auch immer. Das heißt, je konkreter wir werden können, dafür müssen die Informationen gesammelt werden, dann sind sie im Reisebüro. Dann kann auch ein Reisebüro-Mitarbeiter besser argumentieren, weil im Moment, wir haben zwar jetzt in den Green Counter, in die Schulung, durchaus Verkaufsgespräche eingebaut. Wie führe ich ein Verkaufsgespräch? Mit welchen Argumenten begegne ich denen? Aber das Gespräch wird natürlich umso besser, je konkreter man werden kann. Ne? Wenn man immer nur auf so einer abstrakten Ebene bleibt, ist es schwer, irgendwas Emotionales zu vermitteln. Genau. Ne? Da muss ich schon ein bisschen was mehr wissen. Das heißt, da geht es ja auch weiter. Ne? Da brauchen wir auch die Hotels, die noch Informationen liefern. Die sollen sich ja selber auch über das Thema vermarkten. Dann müssen sie auch die Informationen rausgeben, was sie Besonderes tun. Und dann hat der Reisebürovertrieb wieder eine Riesenchance, was zu machen. Weil wir merken ja, im Moment gibt es immer noch so ein bisschen Hemmnisse, auch im Reisebüro. Das hat ja viel damit zu tun, wenn ich so eine Diskussion mit dem Kunden führe, was kann ich ihm eigentlich sagen, was weiß ich denn? Ne? Deswegen mich verwundert jetzt auch noch nicht, dass die Umsätze nicht steigen bei den Hotels, weil die Mitarbeiter wissen es ja noch gar nicht. Wir sind ja noch gar nicht mit der Schulung in den Büros. Die müssen ja noch informiert werden, die müssen wissen, wo läuft es hin. Und ich glaube, es ist ein langfristiger Prozess, in dem mir auch ganz wichtig ist, wenn wir nochmal an die Kataloge denken, diskutiere ja immer darüber, möglichst jeder Veranstalter gleich kommunizieren, damit der Kunde nicht schon wieder verwirrt wird, sondern dass er einfach weiß, ja, so läuft es. Also man kann nicht umhin zu sagen, es ist alles ziemlich komplex. Es braucht auch einen großen Prozess. Es ist ein Prozess. Wenn wir, und da komme ich mal wieder zurück auf unsere beiden Podiumsgäste aus der Praxis, wenn man sich aber mal jetzt im Lebensmittelbereich umguckt, der Boom der Biomärkte, wo man das Gefühl hat, das läuft alles von selber und die brauchen keine Schulung, die brauchen keine große Wärmung, das kommt einfach. Wo ist da der Unterschied? Warum ist das so komplex im Tourismus im Vergleich jetzt zur Lebensmittelindustrie? Frage an Sie beide. Bist du oder ich? Also ich finde das generell auch ein Content-Thema. Also wir haben das immer wieder im Vertrieb, dass die klassischen Fragen kommen, angefangen von, ich brauche ein Hotel, was vegan ist. Ja, relativ platt in Anführungszeichen, was ja auch wieder weniger CO2-Ausstoß mit sich bringt, wegen Tierhaltung etc. Wichtig ist, dass der Content, die Inhalte, die Informationen, genauso wie Sie es gesagt haben, der Hoteliers auch in den Systemen sichtbar ist und auch gepflegt wird entsprechend. Denn wenn ich im Zweifel einem Kunden sagen kann, der sich über Bio-Supermärkte ernährt beispielsweise und auch keine normalen Nahrungsmittel mehr kauft, sondern nur sich von Bio ernährt, so wie ich beispielsweise, und dann im Hotel im Urlaub das genau nicht bekommt, und aber auch keine Informationen bekommt, habe ich jetzt hier regionale Produkte beispielsweise zumindest. Oder sind das Bioprodukte oder Ähnliches? Das müssen wir irgendwie auch gemeinsam versuchen, eher auch an den Counter und auch auf die Webseiten zu bringen, logischerweise. Sprich,
dass sich die Hoteliers da auch entsprechend selber auch darstellen können und auch in bestimmte, ich will jetzt nicht sagen Nischen, aber bestimmte spezielle Kundenanforderungen auch hineingehen können und man bewusst im Vertrieb sagen kann, ich kann dir das Hotel anbieten, nicht nur, weil es zertifiziert ist, sondern ich kann dir auch sagen, vegane Nahrung ist okay oder die Produkte sind regional hergestellt mit Landwirten vor Ort etc. pp. Ich glaube, das würde auch in diese gesamte Richtung halt kommen und helfen, ja, weil der Kunde zum Teil nicht immer das Informationen bekommen kann, die er gerne hätte. Und wir im Vertrieb entsprechend auch nicht. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die wir gemeinsam halt lösen müssen. Absolut. Und möchten Sie noch was ergänzen? Ja? Ja, also ich sehe das ähnlich und es ist einfach ein Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Also wenn wir es den Kunden anbieten, dann werden sie es auch mehr nachfragen, dann sehen sie es. Und in Supermärkten hat es auch eine Weile gedauert, bis die Bio- und Fairtrade-Produkte in den Regalen weiter nach oben gewandert sind. Der Tourismus hat da vielleicht ein bisschen später angefangen, aber wir werden es definitiv schaffen, das aufzuholen. Und die eben angesprochene Umfrage, die wir durchgeführt haben, da hatten die Kunden eben auch zu 34% mehr Informationen gewünscht. Also ich finde, das ist auch nicht weiter schlimm, dass wir da noch Informationen aufbereiten müssen und dass da andere Branchen es vielleicht ein bisschen leichter hatten. Die haben uns den Weg geebnet und wir müssen jetzt froh sein, dass im Tourismus die Informationen auch gewünscht werden. Weil es ist ein Prozess und wir können da gemeinsam dran arbeiten. Ja, ich nehme es gleich mal auf. Sie sagen in der Tat, das kam ja auch schon in der Diskussion raus, es ist ein Prozess. Wir haben jetzt ein bisschen den Status quo betrieben. Wäre natürlich jetzt noch die Frage zu klären oder zu diskutieren, wie soll es denn weitergehen? Da wende ich mich nochmal an Sie, Professor Zeiss, jetzt nicht als Vorstandsvorsitzender, sondern als Hochschulprofessor. Wie würden Sie aus wissenschaftlicher sagen, was wären so die nächsten logischen Schritte, die es bedarf, um diesen Prozess auch konsequent voranzutreiben? Also, wenn man ehrlich ist, besteht ja der Urlaub nicht nur aus dem Hotelaufenthalt. Und man muss sich die Frage stellen, wie man die gesamte Reise so transparent gestalten kann, dass eben für jeden Reisebestandteil eine Möglichkeit besteht, sich zu informieren, was ist jetzt mit der Nachhaltigkeit in dem Bereich. Ob das die Anreise zum Flughafen ist, dann der Flug, Transfer im Zielgebiet, Aufenthalt, wie gesagt, im Hotel haben wir schon, da kommen noch Ausflüge hinzu. Das scheitert daran, dass das Thema sehr komplex ist. Ich sage dann plakativ, so eine Urlaubsreise ist kein Kühlschrank, wo man dann A bis F irgendwie rankleben kann. Die Automobilindustrie tut sich auch schwer mit eben diesen Geschichten, was ist jetzt umweltfreundlich, was nicht. Und in der Reise, finde ich, ist die Komplexität wirklich sehr, sehr hoch. Zumal wir es, wie gesagt, nicht nur mit ökologischen Faktoren haben, sondern auch mit sozialen. Und dann geht es ja dann los, dass man sagt, was ist denn jetzt besser, Wasser sparen oder faire Gehälter? Oder wenn man das eine macht und das andere nicht, dann fliegt man sowieso raus oder so. Es ist wirklich nicht einfach und wir zerbrechen uns ja schon seit Jahren darüber die Köpfe, wie man das auf der einen Seite plakativ und einfach darstellt und auf der anderen Seite aber nicht rüberrutscht ins Greenwashing, dass man nur noch durch Schätzen ungefähr hinbekommt, ist das jetzt nachhaltig oder nicht. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass da brauchen wir den Kunden dann auch wieder und vielleicht irgendwo auch die Medien. Das heißt, je mehr aufgeklärte Konsumenten oder informierte Konsumenten wir haben, die mit solchen abstrakten Dingen wie CO2 auch etwas anfangen können und die dann in der Kommunikation besser erreicht werden, weil sie eben schon einen gewissen Bezug dazu haben, desto einfacher wird es dann, diese Komplexität zu reduzieren. Und wenn wir nochmal bei den Lebensmitteln schauen, vor 10 Jahren, da wusste da vielleicht auch noch nicht jemand, was so links gedreht und rechts gedreht oder Freilandhaltung und so. Aber inzwischen sind ja die Konsumenten informiert. Man weiß, um was es sich da handelt, bis hin zu irgendwie, dass die braunen Eier irgendwie besser sind als die weißen und so. Wenn wir da informierte Kunden haben, die das einordnen können und schon von sich aus wissen, dass eine Anreise mit der Bahn zum Flughafen einfach ökologischer ist, als mit dem Auto hinzufahren, dann sind wir ein großes Stück weiter, denn das ist ein Bereich, den wir da gar nicht mehr abdecken müssen. Mhm. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben die Hotels. Beim Thema Flug kann man sich zumindest am Airline-Index von Atmosphäre orientieren, aber wir brauchen noch die anderen Bestandteile, um das transparent zu machen und eben vielleicht auch die positiven Sachen, ne? Die Armutsminderung im Zielgebiet, Wertschöpfung im Zielgebiet, sozialen Aspekte, denn da kann der Tourismus extrem punkten, während wir hier immer mit dem Zeigefinger auf CO2-Ausstoß und Emissionen schauen oder Wasserverbrauch, Landverbrauch.
gerade im sozialen Bereich gibt es sehr viele positive Nachrichten. Die müssten dann genauso transparent gemacht werden, damit das alles wieder in eine Balance kommen kann. Mhm. Wunderbar. Ja, die Uhr tickt nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern leider auch für unser Podium. Eine letzte Frage würde ich aber trotzdem gerne noch loswerden. Nochmal zurückkommen zu diesem Forschungsprojekt. Sie haben jetzt 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Wenn Sie da nochmal so rückblickend auf die einzelnen Phasen schauen, gab es denn irgendwas, was Sie überrascht hat oder was Sie so nicht erwartet hätten? Ich würde jetzt an sich zuspitzen auf einen Aspekt. Es hat besser funktioniert als erwartet. Okay. Weil vieles hat ja auch damit Überzeugungsarbeit zu tun, viele mitzunehmen, technische Umsetzung zu klären und wiederum Gespräche zu führen, dass alle dabei sind. Also ich finde an sich für den Zeitraum, den wir zur Verfügung hatten, haben wir ganz viel erreicht. Wir sind aber längst noch nicht fertig. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Ne? Es gibt mehr als 2 Reiseveranstalter, also wir sind jetzt dabei, die anderen alle noch einzufangen. Echt? Echt? Auch wenn sie nicht relevant jetzt, was Sie sagen. Vielleicht sind sie ja nicht so relevant. Aber wir geben ja auch gerne denen, ne, die unsere Projektpartner waren, einen Vorsprung. Aber im Endeffekt sind wir uns ja einig darüber. Ne? Es muss noch viel breiter in die Branche kommen. Wir haben gemerkt, wir müssen noch viel mehr in die Reisebüros hinein kommunizieren. Wir müssen die gegenüber dem Kunden kommunizieren. Und was Harald Seitz sagte, vollkommen richtig. Wir machen uns Gedanken darüber, was machen wir mit dem Flug. Wir machen uns Gedanken darüber, was machen wir mit der Rundreise, mit den Ausflügen. Ich glaube, da kann man sich noch recht lange mit dem Thema beschäftigen. Weil dahinter steckt im Prinzip ja an sich nur das einfache Thema Transparenz, was im Tourismus sehr schwer ist. Und weil wir so viele Hotels haben, so viele verschiedene Arten von Urlauben und so weiter. Und ja, letztlich die Kommunikation dem Kunden hin gegenüber, nämlich nur, wenn wir es schaffen, dem Kunden das immer wieder zu kommunizieren, fängt er ja an, darüber nachzudenken und sagt, das geht ja doch. Weil wir hatten viele Kundenstimmen, die haben gesagt, ich würde ja gerne, aber ich finde ja nichts. Dem versuchen wir jetzt sozusagen Riegel vorzuschieben, so nach dem Motto, die Ausrede gilt nicht mehr, du kannst jetzt. Und insofern finde ich, sagen wir für mich auch und für alle Projektpartner, glaube ich, ein schönes Projekt. Aber wir sind alle im Klaren darüber, ist längst nicht zu Ende. Wunderbar, das lasse ich mal so stehen als Schlusswort. Vielen Dank erstmal in die Runde. Ganz kurz, bevor wir die Session ganz schließen, will ich natürlich nochmal auf unser Publikum zurückkommen. Sie hatten ein erstes Voting, wo Sie sich relativ, sagen wir mal, kritisch geäußert haben. Schauen wir mal, was Sie jetzt zu dieser Frage sagen, die sozusagen noch mal ein bisschen reflektiert, was wir eben diskutiert haben. Frage an Sie lautet, welche dieser 4 Statements würden Sie am ehesten zustimmen? Statement Nummer 1, die Buchungen im Bereich nachhaltige Reisen werden also substanziell zunehmen. Punkt 2 oder Antwortmöglichkeit 2, Reisebüros werden sich stärker darum bemühen, auch das Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren und sich stärker damit auseinandersetzen. Oder die Antwort 3, die Reisebüros werden sozusagen nicht besonders stark oder verstärkt nachhaltige Reiseangebote anbieten. Oder Sie sagen 4, es wird eigentlich überhaupt keine wesentlichen Veränderungen geben. Also entscheiden Sie sich bitte jetzt für eine der 4 Antworten. Laut sich jemand im Podium eine Prognose zu? Ja, 2. 2 wird es. 3. Bravo. Ja, relativ eindeutig, sagen wir mal, mehr oder minder die Hälfte sagt, also die Reisebüros werden sich stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und diese auch stärker kommunizieren. Ich denke, das ist auch genau das Ziel, was erreicht werden sollte. Ich denke, insofern können wir also mit einem relativ optimistischen und positiven Votum rausgehen. Ich glaube, wir haben viel gelernt heute, nicht nur was schon jetzt auf den Weg gebracht ist, sondern auch noch was zu tun ist. Es ist ein Prozess, es ist klar gesagt worden, das Thema Nachhaltigkeit ist eine Bringschuld. Das hat nicht so sehr mit Angebot und Nachfrage zu tun, sondern wir müssen selber vorangehen. Es wurde aufgezeigt, was sind die nächsten Schritte. Und ich denke, abschließend kann man sagen, es geht natürlich nicht nur um die Green Travel Transformation, sondern es geht natürlich auch um den sozialen Aspekt. Und wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, dort hatte ich sozusagen die
Ehre, ein reines Männerpodium hier zu begleiten moderatorisch. Also. Auch da in der Hinsicht hat sich, wie Sie sehen, zumindest ein wenig was getan. Auch da kann man sicherlich noch nachlegen, aber ich denke, der Weg ist der richtige und wir sind sozusagen auch da, hoffe ich, einen Schritt weitergekommen. In diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich zunächst mal bei meinen Podiumsteilnehmern bedanken für Ihre Beiträge, bei Ihnen, verehrtes Publikum, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Teilnahme an unserem Votum. Ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Freitag hier auf der ITB und noch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank und auf Wiedersehen.